Darmflora aufbauen mit Schüsslersalzen, funktioniert das in der Praxis? Ja, ganz ehrliche Antwort, nein, es funktioniert nicht gut. Warum? Wer möchte seine Darmflora aufbauen? Jemand, der Beschwerden hat, jemand, dem es nicht gut geht. Und was braucht man für einen Darmaufbau? Man muss die schlechten Fäulniskeime ausrotten. Man muss den pH-Wert verändern. Ja? Man braucht wieder gute Keime da rein. Und was, um Himmels Willen, soll da ein Schüsslersalz bewirken? Das ist also wirklich eher hemdsärmliche Arbeit, einen Darm wieder gut ins Laufen zu bekommen, anstatt hier mit Homöopathie draufzugehen und ja, letzten Endes darauf zu hoffen, dass irgendwas funktioniert. Ich habe nichts gegen Schüsslersalze. Ich habe in meiner Studienzeit die Ausbildung auch gemacht über zu den Schüsslersalzen bei einem der Top-Experten, Deutschlands Top-Experten zum Thema Schüsslersalze. Das heißt, ich habe da wirklich eine fundierte Ausbildung genossen. Habe aber auch eine fundierte Ausbildung genossen beim Thema Darmaufbau. Und ich sehe ja, was die Menschen, die in meine Praxis kommen, schon alles unternommen haben, um den Darm vernünftig aufzubauen. Der einzige Weg, der hier wirklich, wirklich ein Goldstandard ist, sie brauchen eine Mikrobiomanalyse. Sie müssen wissen, was ist da unten los. Die gibt es mittlerweile auch schon genetisch, sprich, ja, ganz präzise sozusagen. Und dann braucht man das Fachwissen, das nötig ist, ja, wie man diesen Zustand wieder ändert. Und da reicht es halt einfach nicht, dass man einfach nur Darmbakterien zu sich nimmt. Ja, wenn Sie das Thema interessiert, einfach rein in meinen Mini-Darmaufbaukurs oder ins Webinar oder die anderen Videos anschauen. Und ja, wie gesagt, muss ich hier leider verneinen, Schüsslersalze funktionieren nicht in der Praxis, um ein wirklich gekipptes Darmmilieu wieder in Ordnung zu bringen.